Ja, hallo und willkommen zurück zu Chibi-Robo, Part Nummer 36. Im letzten Part haben wir die Mini-Aubergine getroffen. Und was viel wichtiger war, wir haben die Giga-Batterie aufgeladen. Da gehen wir auch gleich mal runter zu Giga-Robo und geben sie ihm. Dass wir dann auch mal sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon so langsam gespannt, was jetzt noch alles kommt. Aber ich denke mal, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil wir brauchen ja unter anderem noch die, das Bein von Giga-Robo. Wo auch immer das liegen mag. Aber jetzt natürlich erstmal runter in den Keller. Immer eins nach dem anderen. Da lang. So. Dann müssen wir ja auch noch mal gucken, irgendwann mal, dass hier das Tau-Training hier weitergeht. Dass wir Peitzmeier finden. Ja, und dass wir dann nach und nach auch die ganzen Türen finden. In den verschiedenen Räumen. Ja, da kommt noch ein bisschen Arbeit auf uns zu. Aber wir machen es ja gerne. So, natürlich den Teleporter nehmen. Gehen wir noch am schnellsten. Wobei ich glaube, dass ich auch mit dem Chibi-Schrauber hätte runterfliegen können. So, und das sind wir schon. Oh, gibt es eine Leine? Alles klar. Und da hat er die Batterie. Die Siegesfanfare wieder. Na, kann er sich zumindest bewegen? Hallo? Oh! Ja, klasse. Ich habe kein Passwort. Keine Ahnung. Weg. Gib das Passwort ein, Chibi-Robo. Passwörter sind noch meistens Geburtsdaten oder Hochzeitstage, oder? Oh, war das ein Tipp? Wann haben die Sanders uns geheiratet? Oder wann hat... Warte mal, da war doch irgendwas. Gott, ich bin gerade überlegen. Ab wann wurde denn Jenny geboren? Kriegen wir das noch irgendwie mit von den Leuten? Oder haben wir das schon mal gesagt bekommen? Ich bin jetzt total verwirrt. Müssen wir mal gucken, ob wir mal am Tag mit der Mutter sprechen können. Aber jetzt gucke ich erst einmal, ob die mit uns endlich mal reden wollen, ob sie weitergeht. Ah, okay, alles klar. Sie sind bereit für den Krieg, General Chibi-Robo. Sind Sie bereit für den Krieg, General Chibi-Robo? Führen Sie den Angriff zur Rettung von Peitzmeier. Okay. Wenn du in der Schlacht fällst oder den Rückzug antrittst, müssen wir von vorne beginnen. Auf zum Schlachtfeld, in den Garten. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Geht's ja nahtlos weiter hier. Dann nicht, dass er jetzt wieder mit dem Training kommt. Hört jetzt alle gut zu. Peitzmeier ist vielleicht noch am Leben. Und wenn es so ist, dann ist er vermutlich im Halsband des Feindes gefangen. Okay. Die schreckliche Finsternis würde weitaus... Was? Nochmal. Die schreckliche Finsternis würde weitaus mutigere Männer als Peitzmeier fällen. Wir müssen ihn so schnell wie möglich retten. Jawohl, Sir. Doch zuerst müssen wir Tau hierher locken. Jawohl, Sir. Soldat Chibi-Robo, belle, um ihn zu rufen. Alles klar. Ein verlässlicher Soldat bleibt am Leben. Seht ihr diesen Mut, Männer? Er verkörpert den Geist der Free Rangers. Jawohl, Sir. Weiter. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir umzingeln Tau, damit er sich nicht bewegen kann. Tau wird Widerstand leisten, aber wir werden ihn dennoch angreifen. Jawohl, Sir. Nun zum Abschluss. Soldat Chibi-Robo, dies ist deine nächste Aufgabe. Schieß auf den Anhänger. An Taos Halsband. Wenn du deine Mission erfolgreich abschließt, können wir Peitzmeier befreien. Yay. Ruhe. Vergiss nicht, merke dir diese Worte.
einer für alle. Alle für einen. Ach, Jungs. Jetzt fängt ihr an zu heulen hier. Gut, Schluss mit dem sentimentalen Gesülze. Soldat Chibi-Robo, die Stunde Null rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Tau zu rufen. Bälle für uns. Okay. Ja? Soldat Chibi-Robo, verlass uns nicht. Das ist ein Befehl. Formation beibehalten. Ja, aber ich hab doch... Muss ich mich irgendwo hinstellen? Oder muss ich das ein paar Mal machen jetzt? Ah, okay. Es ist fast soweit. Unsere vielen Stunden harten Trainings werden sich nun endlich bezahlt machen. Es kam mir vor, als würde es ewig dauern. Wir leben... Oh Gott, im Hintergrund. Jeden Tag brachte er neue Gefahren. Wir wurden gebissen, zertrampelt und bedeckt mit stinkendem Geifer, zerkaut wie alte Knochen. Dies ist das letzte Gefecht, versagt nicht. Wie sie alle in Panik sind. Hört mir alle zu. Unterschätzt den Feind nicht. Oh Mann. Alle Mann, Angriff! Tau hat Spaß. Dieser Tau ist zäh. Wir können ihn nicht umzingeln. Wir haben nicht genug Männer. Alle, das sind die Raumjäger. Vergesst nicht die fliegenden Einheiten. Wie sie wieder alle da sind. Ich bin dabei, Rock'n'Roll. Und da sind so die Piraten. Arki holen, die Bestie. Die Scabby. Splinter. Captain, dein wahrer Schatz ist der Geist dieser Männer. Arr, har, har. Wie er sich freut. Ihr Jungs. Was soll der schon wieder? In Ordnung, umzingelt ihn. Oh Gott. Jetzt Soldat Chibi-Robo. Schieß jetzt auf das Halsband. Okay. So. Und schieß. Ah, toll, wieder falscher Knopf gedrückt. Peng. Da ist er. Peitz. Peitzmeier. Oh Gott, wie er abgeht. Aber Tau hat Spaß. Oh Mann. Hi Jungs. Oh, da bin ich fast übersteuert. Du bist in Sicherheit. Oh, warte, Moment mal. Abgeschlappert hier. Dann hat Tau also nicht. Tau ist gar nicht so übel. Was? Dann hatten wir wohl Unrecht. Erstmal zugesifft. Männer, habt Acht. Oh Mann. Vergesst niemals unser Motto. Ja, einer, vier. Alle! Alle! Für einen! Und so ist das. Gibt natürlich Happy-Punkte. Von allen, oder was? Heieiei. Was geht denn jetzt ab? Selbst Tau? Ja, die haben alle Spaß. Oh! Ja gut, die kriegt man vermutlich eh automatisch. Du bist wirklich erstaunlich, ja.
freue ich mich auch. Und wieder im Wohnzimmer. Okay. So. Ja, dann gucke ich jetzt mal, dass ich am besten noch so ein paar Kleinigkeiten mache. Und dann am Tag mal wieder zur Mutter gehe. Damit ich vielleicht irgendwas Besonderes rauskriege, wann die wann die geheiratet haben oder wann sie hier vor 8 Jahren, aber ich weiß ja das Datum nicht im Spiel. Weil Jenny ist ja 8 geworden. Vor ein paar Tagen, eher gesagt. So genau nimmt sie das Ganze vermutlich nicht. Ja gut, dann mache ich es halt hier noch ein bisschen sauber und dann warten wir auf den nächsten Tag. So. Ich will nicht mehr rein wegmachen, vielleicht gibt es ja nochmal einen Bonus. Dann werden wir auch bald wieder die neue Batterie bekommen, wenn wir so mit Happy Punkten überhäuft werden. Und dann nimmt das Ganze ja so langsam Zuwachs. Also es gibt ein Passwort für den Gigarobo und ein Passwort für den Aktenkoffer. Wobei ich jetzt aktuell nicht mehr weiß, was in dem Aktenkoffer überhaupt drin ist. Aber das werden wir dann noch früh genug erfahren. Kommt, Chibi, streng ich mir an. So. Ja. Da wird es gleich soweit sein. Hatten wir eigentlich hier noch... hier hatten wir alle Türen. Alles klar. Stimmt ja, da haben wir beim letzten Mal ja alle gefunden. Auch die unsichtbaren. Wenn ich recht überlege, hätte ich jetzt einfach nochmal ins Foyer gehen sollen und nochmal von oben nach unten hier fliegen, damit wir die eine Tür kriegen. Versuchen wir das am besten noch. Ich meine, die Paarzeit sieht ja auch noch relativ gut aus. 12 Minuten nicht wieder reingehen. okay, die Zeit ist vorbei. Alles klar. Vielleicht passiert ja auch jetzt am Tag wieder was Neues. Wir kennen ja das Spiel langsam, dass sich da hin und wieder irgendwas triggert. Aber einfach mal abwarten. So, guten Morgen. Ja, alles klar. Oh, fehlt auch nicht mehr viel. Nee, noch nicht. Gibt es eigentlich irgendwas Neues hier? Mal einfach mal so nebenbei gucken. Sieht aber nicht so aus. Nee, alles klar. Ich bin auch eher am Überlegen, was man sonst noch alles für die... was man mit dem Geld noch machen soll, würde ich sagen. Außer Samen kaufen gibt es ja nichts. So, okay, dann gehen wir mal gleich hoch zur Mutter, damit wir nicht so viel Zeit verbrauchen. Immerhin haben wir ja schon mal etwas geschafft hier in diesem Part. Bin ich auch sehr froh drum. Ich meine, es war ja auch nicht wirklich schwer, das war ja mehr wie so eine Zwischensequenz. Das Einzige, was wir hätten wirklich haben machen müssen, ist ja auf das Halsband zu schießen. So, dann gehen wir gleich mal hoch. Ja, wenn ich dann wieder runterkomme, dann quatsche ich mal mit den Free Rangers, was sie so aktuell zu sagen haben. Ich meine, man hat ja gemerkt, der General ist froh, dass er seinen Peitsmeier wieder hat. So, aber erstmal wieder hier hochklettern. Kennen wir ja das Spiel. Aber langsam wieder Zeit, dass er die Tür aufmacht. So. Bumm. So. Könnten wir vielleicht auch mal zwischendurch gucken, wo hier dann auch die versteckte Tür ist. So, und rein da. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas mitbekommen. Chibi guckt wieder finster. Ah, mir fällt ja gerade ein, wir können ja dann, können ja der Mutter auch dieses eine, den alten Schal geben. Die wollte ja für uns irgendwas anfertigen. Mutter Sanderson. Nicht auf mich drauf treten. Hm?
Hast du ein paar alte Stoffe gefunden, Chibi? Ja. Wo haben wir ihn? Altmodischer Schal, alles klar. Da sind irgendwelche Kronen drauf. Oh, das passt hervorragend. Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo drei verschiedene Stoffarten geben muss. Okay. Ist das Material in Ordnung für dich? Kann ich mir das aussuchen oder was? Na gut, egal, nimm mal einfach mal. Dann wollen wir mal deine Maße nehmen. Weißt du, Chibi, für einen so kleinen Kerl bist du ein fleißiger Arbeiter. Wenn nur mein fauler Mann ein wenig von deinem Elan hätte. Ich frage mich, wie lange das noch so weitergehen soll. Oh, aber reden wir nicht mehr darüber. Wollen wir nicht lieber deine Maße nehmen? Dreh dich um und heb die Arme hoch. Oh, wie entzückend. Nicht bewegen. Richtig so, schön stillstehen. Deine Größe, deine Schulterbreite sind und deine Schulterbreite sind. Du bist ganz schön klein, nicht wahr? Ja, nur damit man nicht wirklich erfährt, wie groß Chibi Robo ist. Deine Kleidergröße wird man wohl nur schwer in einem Laden finden können. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo Chibi-Hosen zu kaufen. In Ordnung, der Rest ist eine Überraschung. Warte es ab. Ich denke, dass ich morgen fertig sein werde. Spiel doch inzwischen ein wenig mit Papa. Okay. Also ich habe was von drei Stoffen geredet. Und wir haben nur eins bekommen. Ja. Vielleicht sagst du ja noch was anderes. Mal kurz gucken. Ali ist jetzt am Nähen. Hm? Wie ich das jetzt drehte, wo sie weg ist. Ich brauche nur etwas Zeit, Chibi. Ich bin mir sicher, dass ich dir etwas Hübsches nähen kann. Oh, hast du im Haus... Ja, habe ich. Jetzt wieder ein paar Punkte. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir das schon mal getriggert. Ich möchte mal ganz kurz hoch... Ah, nee. Ja, gut, ich denke mir schon, ich möchte mal kurz hoch zu Funky Robo, aber der ist ja eh inaktiv, wenn die Mutter da wach ist. So, da können wir gleich mal rausgehen. Dann kann ich auch gleich noch die eine Tür holen beim Runtergehen. Ja, sie hilft uns. Ja, dankeschön. Und wieder raus hier. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Chibi guckt wieder ganz fies. Den Froschring muss ich mir auch früher oder später mal holen. Ja, nicht die falschen Knöpfe drücken. So, das Autorennen haben wir auch schon fertig gehabt. Und sonst? Ja, der Vater wird vermutlich wieder draußen im Garten sein. Weiß ich noch nicht, ob ich das noch schaffe in diesem Part, zum Garten zu kommen. Aber zumindest mal die eine Tür können wir holen. Was ich auch noch machen könnte, wenn wir schon mal hier oben sind. Okay, das ist irgendwo unten. Alles klar. Wenn wir dann gleich noch mal gucken, wenn ich runtergehe. Ui, hab ich wieder erschrocken hier. Weg mit euch. Ja, seit ich keine Teile mehr von denen brauche, vergesse ich die irgendwie. Ja gut, es sind eh keine tollen Teile, was sie hier haben. So. Natürlich aufpassen, dass ich auch wieder richtig runterkomme hier. Ah, wartet mal kurz. Ah ne, so kann ich ja leider nicht gucken. Irgendwo unter mir, aber... Ich hoffe, ich treffe das Ganze richtig. Ah ja, okay, direkt runter. Oh, haben wir die schon geholt? Habe ich das schon vergessen? Ja, egal. Wie hat dir noch gefehlt? Drei Stück. Upsala. Und wie ich glaube, ist es auch irgendwo oben, gell? Ja, alles klar. Hm. Gut, aber das möchte ich jetzt nochmal gucken, wo ich das finde. Gehen wir nochmal schnell hoch. Ja, die Zeit nehme ich mir. Nochmal nach oben.
So. Dann werden wir den ganzen mal genauer folgen. Ich gehe jetzt am besten mal in den Dschungel. So. Und runter da. Und folge dann von hier mal am besten dem Radar. Okay, da hinten. Also auf diesem... Ja, ich... Ist natürlich die Frage, ob ich da hinkomme. So, hoch da. Ja. Mal sehen, ob es klappt. Komm, das klappt doch. Alles klar. So, ich denke mal, dass hier die Tür sein wird. Genau, alles klar. Ist natürlich auch wieder sehr viel Geld. So. Dann sind hier noch zwei Türen versteckt. Ja. Also die Türen mache ich jetzt aus dem Grund noch, damit ich die Plakette dann so bekomme. Also nach und nach. So, damit wir nicht in den letzten Parts nur noch Türen suchen, damit das nicht ganz zu langweilig wird dann gegen Ende. Nochmal ganz kurz mit dem Radar abchecken, ob es hier noch irgendwas gibt. Oh. Es gibt sogar weiter oben noch mehr. Na, toll. Na gut, das machen wir dann aber beim nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao!